Hallo, Herr Hermann. Grüß Gott. Schei Hoffmann, ich grüße Sie. Wir bringen Sie ganz groß raus. Das ist unsere letzte Station im Demokratiebus durch Bayern und heute sind wir für das Bayerische Bündnis für Toleranz mit dem Demokratiebus nach Erlangen gefahren und hier möchten wir herausfinden, wie beweglich die Demokratie generationsübergreifend ist. Demokratie bedeutet für mich... Ich bin besorgt, ja, dass die Demokratie langsam den Bach runtergeht. Ich lege nicht die Füße hoch, sondern ich kämpfe. Das ist echt eine schwere Frage, das ist so allgemein. Wenn man sieht, was für Parteien oder Vereinigungen jetzt langsam an Land gewinnen, möchte ich mal sagen, ja. Demokratie bedeutet für mich, dass wirklich die Menschen wirklich darüber nachdenken, was sie wollen und wie sie es umsetzen wollen, dass sie sich wirklich dafür einsetzen, dass sich was ändert. Das ist meine Aufgabe, obwohl ich schon ziemlich alt bin, kann ich da noch alle Kraft dafür verwenden, Gott sei Dank. Weil die ältere Generation mit der Erfahrung von 50, 60, 70, 80, 90 oder teilweise noch mehr Jahren ins Leben guckt. Und die können uns ganz viel dabei helfen, dass wir mit den Erfahrungen, die die schon gemacht haben, rangehen, um Lösungen zu finden, die dann eben ins Heute passen. Auch selbst, wenn man hier in Deutschland geboren ist, wird man immer öfter angesprochen, ob man, warum man nicht in sein Land zurückgeht und so weiter. Also man merkt schon am eigenen Leib, dass es schlimmer wird. Also wenn jetzt zum Beispiel ein rechtsradikaler Mensch auf mich zukommt und mich beleidigt, dann versuche ich Abstand zu halten. Mir geht sowas sehr nah, ich finde sowas traurig. Erstens bin ich in Deutschland geboren und bin Deutsche. Und zweitens finde ich, sollte man keinen Menschen wegen seiner Hautfarbe oder seinem Ursprung irgendwie unterdrücken. 1, 2, 3. All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies. Now put your hands up, oh, 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 oh. Hallo, Herr Hermann. Grüß Gott. Schei Hoffmann, ich grüße Sie. Christian Fischer, hallo. Hallo, wir sind hier mit dem Demokratiebus. Hermann, was halten Sie von dem Spruch? Ich finde es völlig in Ordnung, aber ich schreibe jetzt. Ja. Wollen Sie mal einen Blick reinwerfen? Ja, ich schau mal jetzt nochmal rein. Ganz gemütlich hier. Ja. Niedrig in der Tat. Wenn man sich hinsetzt, dann passt es hier. Ne? Und das war tatsächlich ein sehr bewegendes Video. Wie ich jetzt zum Beispiel, was sollst du da bleiben lassen? Für mich ist Deutschland kein deutscher Mann. Man muss da eben aufpassen, dort wo es extrem wird und was halt gar nicht geht in unserem Staat ist, wo es gewalttätig wird. Ich bin selbst besorgter Bürger, wenn ich mir diese Umfrageergebnisse anschaue. Ich bin auch besorgt, zum Beispiel wie in Chemnitz, dann zum Beispiel da ein jüdischer Gastwirt bedroht wird und dergleichen. Da ist einfach der Rechtsstaat gefragt und solchen Leuten muss sofort auf die Finger geklopft werden oder sie müssen auch festgenommen werden. Bürger müssen sehen, dass wir eine starke Regierung haben, die nicht in der Tat mit sich selbst beschäftigt ist, sondern Probleme löst. Aber der Fall Maaßen zeigt ja, dass irgendwie nicht lösungsorientiert gerade. Glaube ich denn das? Ja, das geht dem Herrn Hermann genauso wie mir. Die sagen meinem, sag mal, was machen eure Leute denn da eigentlich? Das versteht doch kein Mensch mehr. Und was kann man dazu sagen? Kann man nur sagen, ja, ich verstehe das auch nicht mehr. Und ich finde es auch nicht richtig. Das frustriert Leute und das treibt die dann dahin, mal zu sagen, na, jetzt zeige ich es denen aber mal. Aber es gehört zum Grundbestand, gerade unserer Demokratie, über die wir in diesem Bus reden, dass jeder seine Meinung kundtun darf. Wenn man Politik nur mit drei Zeilen in Twitter à la Trump betreiben will, so funktioniert unsere Gesellschaft halt nicht. Aber Herr Seehofer hat angekündigt, einen Twitter-Kanal einzurichten. Ja. Jeder wie er möchte. Ich lass mich überraschen. Ich glaube, man kriegt mehr Schwung in die Demokratie, indem man zeigt, dass Demokratie Spaß macht. Die Welt, die gehört nicht uns, sondern die gehört unseren Kindern. Und die Demokratie, die Parteien, die Politik ist nicht in der Lage, den Bürger davon zu überzeugen, dass er sich einschränken muss.
Das war der letzte Tag im Demokratiebus durch Bayern. Wir hatten eine richtig gute Zeit und vielen Dank, dass ihr mitgereist seid. Wir haben heute getanzt und wir haben sogar den bayerischen Innenminister in den Bus eingeladen. Wir verabschieden uns von euch, hoffen, dass ihr eine nette Reise mit uns hattet, ihr jetzt inspiriert seid, euch für die Demokratie einzusetzen. Und wir sagen bis zur nächsten Reise, kommentiert dieses Video, teilt dieses Video und wir sind raus.